Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit dem HSPLP. Hallo. Er ist gerade fast fertig, habe Ja. ich zu hören bekommen. Und wir sind auch hier, na gut, noch nicht ganz fertig mit unserem Gebäude. Fast. Es fehlt nicht mehr viel, also es fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, aber im Grunde bin ich eigentlich jetzt schon fertig. Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob hier alles so hell ist. Wir gehen dann gleich nochmal auf den großen Turm dort hinten. Okay. Autsch, jetzt bin ich doppelt runtergefallen. Und gucken den uns nochmal an. Da habe ich nämlich ein bisschen offscreen noch weitergebaut vor ein paar Tagen. Okay. Ich muss mir noch mal von dir ein bisschen Holz leihen, wenn du was hast. Ja, hier. Natürlich. Immer nehmen, nehmen. Ich habe noch ein bisschen Holz hier. Ich tue es mal hier rein. Ich habe jetzt mal mir hier zwei Truhen gemacht. Da mache ich jetzt mal die ganzen Sachen rein, die ich nicht mehr brauche, die ich benutzt habe über die Folgen lang. So, alles abgelegt. So, dann würde ich sagen, ist Restaurant Mahlzeit fertig. Okay. Mit einer integrierten Chill Lounge, muss man dazu sagen. Chill Lounge. Ja. Gibt's da auch Chili? Guck, hier hinten ist das. Hier gehst du rein. Wenn du dich mal ein bisschen entspannen willst, hier ist dann ein Wasserfall. Hier sind Cool. Sitzmöglichkeiten. Da rechts und da links, da ist noch ein bisschen uneben vom Wasser her, habe ich jetzt gerade gesehen. Also hier in der linken Ecke und in der rechten Ecke, da müsste man das nochmal nachbessern. Ja, und da oben sind dann halt die ganzen Tische. Das machen wir doch gleich mal. Jo. Gibt's für mich einen Trick? Unendliche Quelle wahrscheinlich, oder? Nee. Ach, guck an. Jo. Okay. Ja gut, man lernt nie aus, ne? Denn Man lernt nie das aus. Wasser wird nur hundertprozentig still, wenn du das eben auf ein Block tief quasi alles auslegst und den Boden unten drunter weggräbst. Ah, okay. Hab ich wieder was gelernt. Genau. So, dann ist also hier der Typ an der Rezeption. Da musst du dann fragen, ob ein Tisch frei ist. Und wenn ein Tisch frei ist, dann gehst du hier hoch. Hin, dann gehst du hier hoch. Und dann stehen hier halt viele Tische mit der entsprechenden Nummer. Und hier draußen ist halt eine Terrasse. Und da war ich mir nicht ganz so sicher, ob ich hier ein Dach machen soll, aber ich habe es dann weggelassen, weil es soll ja eine Terrasse sein, ne? Und da ist ja normalerweise kein Dach drüber. Und da habe ich jetzt das Dach Ja. erstmal weggelassen. Und ja, so soll es sein. Hier drüben könnte man ja auch eine Bar an den Stein klopfen, oder? Ja, zum Beispiel, also das kann dann hinterher noch verfeinert werden, verändert werden, wie es die Herrschaften gerne hätten. Also, ja. Cool. Du hättest auch Teppich auf die Tische machen können. Fällt mir gerade so auf. Hast du so viel Teppich geholt? Ja, ich habe das für den Boden eigentlich gebaut, aber nachdem du dann gesagt hast, auf dem Boden, dass man halt auf den Teppichen nichts hinstellen kann, also Werkbank und so weiter und so fort. Da habe ich mich kurzfristig für die Holzdruckplatten entschieden, weil es sieht irgendwie, finde ich, ein bisschen besser aus. Aber wie gesagt, das kann hinterher auch gerne zu Teppichen umgewandelt werden. Also da. Welche Farbe schwebt dir denn da so vor? Ja, am besten was zu Holz irgendwie passt. Also so ein bisschen. Braun, oder? Ja, braun, so ein Braun. Ich glaube, das würde hier ganz gut hinpassen. Okay. Okay. Ja, das Aber schaut der. ganz hübsch aus. Ja. Mit indirektem Licht von oben. Tue ich hier mal meine ganzen Ledersachen rein. So, und hier in der Truhe habe ich halt die ganzen Sachen, die ich nicht gebraucht habe. Die müsste halt nochmal irgendwann Ja. aussortieren. Ich mache das nochmal irgendwann, wenn ich nochmal hierher kommen soll. Die Sachen Richtig. kannst du anbelassen, eigentlich. Okay. Jetzt ziehe ich die wieder an.
Das sehen wir nicht so. Okay, alles klar. Jo. Du wolltest ja nochmal dort oben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss mir jetzt die Stadt nochmal von oben ansehen. Und da sind dort oben Pferde gespawnt auf dem Hügel. Ist ja witzig. Oh. Ja, auch nicht schlecht. Und das Huhn. Oh, oh. Das, Evil Chicken. Das Huhn, das steht auf dem Zipfel da oben drauf. Das sieht witzig aus. Auch nicht schlecht. So. Sehr schön. Also, falls du es noch nicht gesehen hast, dort hinten haben wir auch, wie Hollywood das hat, so einen Schriftzug. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich schon von Weitem. Das habe ich von Weitem schon gesehen, als wir hier in die Gegend gekommen sind. Und dann habe ich das schon von Weitem gesehen. Das ist eine coole Idee, auf jeden Fall. Gerade wenn man auch nicht so einen langen Namen hat, geht das. So. Hier sind ein paar Wohnungen. Okay, ach, hier kann man auch wohnen. Ja, wir haben die, die hier mitgebaut haben. Ja. Ein bisschen was eingerichtet, so kleine Apartments quasi im Turmsockel. Und das hat die Annie hier gebaut, die übrigens auch das Örtchen Mosek hat. Boah, das ist ja hier oben auch verwinkelt und verzwickt, ey. Ne, es ist eben eng, ne? Sieht aber schön aus. Also ich finde, das hat was. Das hat irgendwas. Jo. Eine Etage unten drunter ist der Delfino. Okay. Genau. Das ist der Hauptmann. Okay. Vom Dreielbenland. Und er hat hier in jeder Richtung Türen, wo er rausgucken kann und alles gut achten. Ja gut, ne, der hat dann natürlich auch das größte Zimmer abbekommen, ne, so wie das auch meistens ist. Genau. Hier mit so einem halben Himmelbett. Schön, ja. Schöne Ideen sind hier auf jeden Fall. So, wer war hier? Hier war auch irgendjemand. Hier wird es natürlich immer enger, ne? Ja, das ist klar. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wer hier war, aber ich glaube, das war der Enrico. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Hier ist auch noch was. Ne, ich glaube, der war hier, oder? Schlafzimmer. Badezimmer, guck mal, hier oben gibt es sogar ein Badezimmer. Oh Mensch. mit einer Toilette hier. Gemeinschaftsduschen sind dann hier oben wahrscheinlich. Hier duscht man dann zusammen. So, okay. Genau, da wird der Turm immer enger. Oh weia. So, hier ist dann schon gar kein Licht mehr. Doch, naja, so das spawnt ja auch nichts, so wirklich in der Luft. Kann ja nichts spawnen. Ja, das ist schon ein bisschen hoch, ne? Also für Menschen mit Höhenangst ist das hier nichts. So, und hier habe ich die Leiter mal weggenommen. Eine kleine Wendeltreppe noch weiter nach oben. Aber die geht nur bis zu den roten Boden dort oben. Das ist übrigens Akazienholz. Aber hier unten gibt es auch noch was zum Gucken. Gut, warte, dann gehe ich erstmal runter hier. So. Genau. Boah, das ist ja auch schön. Genau, hier ist nämlich die Unterkuppel und da baue ich aktuell noch ein paar weitere Apartments hin, wo ich die ersten Follower von ist das hoch? Oh. Ja, ich gehe auch extra in die Hocke, die Follower von Whitney sehr gern begrüße. Die kriegen dann hier oben ein bisschen ein Zimmerchen. Okay. In der Unterkuppel. Aber 50 kriege ich da nicht so zusammen. Deswegen kommt dann noch woanders ein bisschen was hin. Und das sind dann so kleine Zimmerchen, hier ganz klein. Ne? Oh ja, das ist echt klein, aber... Oder auf der anderen Seite... Was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Holla, die Waldfee, habe ich mich jetzt erschrocken. Das war ein Minecraft-bestimmtes Geräusch. Okay. Mit so...
End Sounds und Drachen und nur. Okay. Ganz komisch. Ja, hier muss auch noch ein bisschen ausgeleuchtet werden. Es wird auch gerade Nacht, fällt mir ein. Ich hoffe, du hast dein Bett mitgenommen. Nee, habe ich nicht. Also ich habe hier oben, glaube ich, nur eins. Aber das reicht eigentlich. Geh du mal hier schlafen, dann müsste es Tag werden. Kannst jetzt nicht schlafen? Achso, jetzt kann ich schlafen. Ja. Oh, sehr perfekt. Schön. Genau, hier oben ziehe ich eben noch einen Akazienboden rein. Mhm. Das ist für das Glockenspiel unten, für die Nachtwächteruhr. Okay. Da muss von oben Licht reinfallen, deswegen ist ein bisschen dämlich errichtet. Darum ist dort oben auch in dieser Erdbrücke ein Loch. Ah, gut. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ist da ein Loch und auf den anderen Seiten nicht. Hier kann man jetzt runterschauen. Dort hinten ist Wattungen, der Hafen. Warte mal, ich muss mal kurz meine Sichtweite. Grafikeinstellung mal hochstellen auf Extreme, damit ich das ja auch schön sehen kann. Das erstmal laden. Zur Not kann man auch mit C zoomen, kennst du ja. Ja. Stimmt, von hier sehe ich auch den Hafen. Ja, die ganzen Schiffe. Wo wir auch waren. Wahnsinn, ey. Also ich muss sagen, die Stadt, die hat irgendwas, ne? Es sind viele versteckte Wege auch. Also zum Beispiel diesen Weg, wo wir immer zum Haus gegangen sind, zum Lagerhaus. Solche kleinen Wege und auch viele Häuser, Lagerhäuser und viele Felder. Es ist eigentlich für jeden was dabei und es ist alles da, was man so braucht, so im Leben, ne? Also. Du siehst da auch hinter dem Turm, was ich dir erzählt habe, dort sind auch ein paar Brücken, wie du siehst. Und da geht das Wegesystem ja nach Süden weiter, Richtung Mooseck. Sind auch noch ein paar kleine Dörfchen entstanden. Die waren da nicht ursprünglich. Die haben da ein paar Häuser hingebaut und ein paar Felder, wo dann die ganzen Bauern wohnen außerhalb der Ortschaften. Ja. Weil hier im Stadtzentrum sind ja schon ordentliche große Gebäude, wo dann schon die Wohlhaberen wohnen. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Also das ist echt. Das gefällt mir. Also ich glaube, wenn es so eine Stadt in echt geben würde, ich glaube, ich würde mich da auch sehr wohl fühlen. Weiter genau. Und hier unten drunter siehst du ja so ein paar Zäune auf dem Boden stehen, ne? Ja. Das sind dann einzelne Parzellen, da habe ich das Botschaftenviertel geplant. Boah, so viel geplant noch, ey, Wahnsinn. Naja, was man nicht sieht, wo du gerade unten nach unten schaust, da kommt dann noch eine Kathedrale hin und ja, die Stadt ist noch jung. Und noch sind wir keine Stadt. Das heißt, so wie sich jetzt die ganzen Pläne anhören, ihr seid in 10 Jahren immer noch nicht fertig, so, so gefühlt mit der Stadt. Wenn ich jetzt so höre, ja, wir haben da noch was geplant und da soll noch was hinkommen. Also, ich meine, das braucht ja auch, wenn du es nicht gerade im Creative-Modus baust, das braucht ja auch schon ein bisschen Zeit, ne? Und deswegen, es ist schon Wahnsinn, wenn das dann ein paar Leute im Survival-Mode herrichten. Na, hier oben ist Schiff dein Freund, ich sag's. Ja, ich merk's gerade. Ja, und du siehst da auch ein großes Wegesystem noch hier hinten. Denn ja. In den Gebirge. Gerade dort in dem Berg, dort, was du gerade aussiehst, da ist in der Mitte noch so ein Tal. Mhm. Da kommt zum Beispiel noch eine Mine rein. Und außenrum sollen noch viele Gebäude entstehen, also in den Tälern, dass das alles noch voll wird. Oh wei, wenn jetzt hier abrutscht, eieieiei. Quasi soll dieser große Turm mal ringsrum die Stadt zeigen. Ja. Da gibt es ja noch viel Landfläche. Ja, das kann ja noch gebaut werden. Ja, auf jeden Fall, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin gespannt, wie die Stadt in 100 Folgen oder in mehreren Folgen, da wird es noch mehr als 100 Folgen geben. Genau, sind ja jetzt schon bei fast 400. Boah. Übrigens, der Turm hier ist in Folge 300 entstanden, das war eine Special-Folge. Ah, okay. Und die Folge ging 4 Stunden. 4 Stunden Special, okay. Naja, das ist war es ein Livestream? Ich glaube, nee, das war nur eine Aufzeichnung. Und da kann man noch ganz hoch gehen. Ja, ich bin jetzt mal so mutig, auch wenn ich das denn echt nie machen würde, weil ich habe schön Angst eigentlich so ein bisschen. Aber hier in Minecraft, da ist das okay. Da kann man das mal machen. Genau. Vorsicht, das Loch. Also geplant auf dem Papier
sind 240 Block hoch. Die Spitze, ne? Okay. Also, wenn du hinter dir guckst, ist da noch eine Spitze noch drauf, die ist jetzt Ach, noch da geht's mit nochmal hoch. Erde Okay. angedeutet. Ja. Ja, wenn du mal auf deinen Höhenmesser guckst, bist jetzt noch, was auf, vor dir ist ein Loch. Ja, warte, ich hoch. So. Nicht, dass du runterfliegst. Gut, ich bin jetzt hier auf Höhe 196, ne? Ist das 196? Genau. Boah, dann geht das nochmal fast 100 Blöcke nach oben. 256 ist da die absolute Bauhöhe. Boah, hab da noch Und so geplant 60 Blöcke. war es eigentlich bis 240, aber irgendwie sind die Berechnungen nicht so gut gewesen von mir. Ja, klar, bei den Berechnungen, da kann ja auch mal ein Fehler unterlaufen. Aber es ist bisher mein höchster Turm, den ich im Survival gebaut habe. Ja, solche Runterspringe, ich weiß nicht. Nee, 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 ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Früher gab Das. es unten mal Wasser. Aber das gibt's nicht mehr. Ne, sonst wäre ich nämlich. Oder ich hätte versucht, da hineinzuspringen. Ja, sehr. Sehr schön auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier heute mit dabei sein durfte, dass ich mich mit dem Restaurant verewigen konnte. Sehr schön auf jeden Fall. Eine sehr schöne Stadt. Das Treppenhaus hier, beziehungsweise das Leiternhaus, kann man ja schon sagen, ist deshalb ein bisschen kleiner. Ja, ach, das macht gar nichts. Dass man nicht so runterspringen kann. Hier ist übrigens die Tafel, der wer alles geholfen hat. Okay. Es waren nämlich nur insgesamt 7, 8 Leute, also mit mir 8. Weil früher ging nicht mehr auf den Server drauf. Beziehungsweise gingen nur 6 Leute drauf und einer ist dann eben zu einem Termin gegangen, da konnte dann weitere drauf und einer ist, glaube ich, dann gegangen, weil er noch was anderes vorhatte. Genau, und da kam dann noch ein Achter dann drauf, quasi. Ah, okay. Jo, da waren wir nämlich noch auf Nitrado. War alles noch teurer. Und der Stein für den Turm, der kam auch nicht aus weiter Ferne, der kam nämlich von unten drunter. Ah, okay. Der hat nämlich unser Zwerg, der liebe Fuzzy. Wir haben natürlich eine Aufgabenverteilung gehabt, ne? Hier ist übrigens die große Auch noch. Oh, war ja. Nachtwächteruhr. Ja. Und der hat hier unten drunter ein bisschen was ausgehöhlt. Oh, ein bisschen. Oh, ein bisschen ist gut. Ein bisschen viel. Wenn du Wahnsinn, weiter runter Wahnsinn. gehst, da kommen wir dann. Ach, da geht's noch mal weiter runter. Ach, hier war ein. Genau. Und wirst gleich mit Staunen feststellen, wo du rauskommst. Jetzt komme ich bestimmt direkt vor meinem Haus oder so raus, oder? Ach, am Bahnhof! Ah, Genau. das ist ja cool. Das war nämlich eigentlich gar nicht geplant, aber später haben wir dann zusammen. Dann hier so, steht da auch schon ein bisschen, Ausgang Turmpassage. Und unter dem Turm sollen noch ein paar Einkaufsläden entstehen. Boah, also da habt ihr noch richtig viel zu tun auf jeden Fall. Ich glaube, da seid ihr auch in 400 Folgen noch nicht fertig. Wenn das Ganze hält, ich hatte jetzt auch eine große Pause, wo ich erstmal um was anderes gekümmert habe, weil Ausbildung und so, ne? Ja, das geht ja natürlich vor. Genau. Ja, gut. Weiß nicht, ob wir hier Loren haben. Da können wir dann im Lorengang uns verabschieden. Okay, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht stehen ja noch ein paar rum. Zur Not wäre jetzt hier Eisen drin. Dann mache ich einfach mal 2 Loren. Ja. Okay. Hat Was? den Vortritt Metallurgie erreicht. Alles klar. Schmilzeisen jetzt im Ofen zu einem Eisenbahn. Okay. Ich habe es jetzt also Truhe genommen, aber das zählt anscheinend auch. Eine Lore, 2 Loren. Neues Rezept, schau in dein Rezeptbuch.
So, einmal für dich. Jo. Jawohl, super, hier geht's gar nicht weiter. Ach so. Das ist ja super gelaufen. Oh, jetzt hast du die Lore. Warte, hier. Oh. Oh, jetzt habe ich dich geschlagen auch noch. Ich habe deine Lore abgebaut und du warst gerade wahrscheinlich nicht die abbauen. Ja. Der steigt man mit Shift aus. Oh, guck mal. Ah! Das kommt mir bekannt vor, hä? Wo sind die ganzen Schienen hin? Hier geht's weiter. Ich gebe dir mal Anschubs. Hä? Du solltest eigentlich vorfahren. Achso, warte, dann gehe ich in die rein, in die Lore. Oh, warte. Jo, ist gleich eine Haltestelle oder so. Halt, 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 halt! Jetzt fahren uns hier die Loren weg, ey, gibt's doch gar nicht. Achso, warte, hier ist jetzt eine Station gewesen, die halten aber nicht an. Nee, die Station ist weiter vorn. Achso, die ist weiter hinten, okay. Da die Monster nicht aktiv sind, können wir auch mal in der Nacht weiterfahren. Ach, hier ist jetzt meine Station, okay. Gut. Okay. Stopp. Warte mal, auf Shift aussteigen. Warte, warte. die ist falsch rum. Hoppla. Zu gute Spitzhacke. Muss eigentlich so rum zeigen. Achso, damit man da hinten weiterfahren kann, ne? Genau. Okay, also dann jetzt hier drauf und dann geht's da einfach weiter, ne? Geradeaus. Korrekt. Ja, guck mal, sowas macht doch auch Spaß. Das habe ich auch immer bei Opa Spiel, wenn ich da war. Der hat ja ebenfalls so ein riesiges Tunnel- und Schienensystem. Das finde ich auch immer bemerkenswert. Also, sehr schön. Oh, jetzt geht's hier durch den Wald. Quasi noch die alte Bahnstrecke. Okay. Soll dann auch später alles unterirdisch geschehen. Das ist übrigens die Wegverbindung zum Mooseck. Ah, okay. Kann man quasi auch per Pferd oder Fuß absolvieren. Ja, aber ich glaube, mit dem Zug bist du schneller. Oder mit den Loren hier. Das allemal. Zack, ui, ist ja echt schön hier. Zack, zack, zack. Hätte ich mal was geplant noch, aber habe ich dann wieder abgerissen. Jetzt geht's über den Sumpf. Wow, ey. Ich meine, das muss ja auch ein bisschen gedauert haben, bis du die ganzen Schienen hier verlegt hast, ey, und die Sachen hier gebaut hast. Also, das ist schon Und das war Wahnsinn. dann Anis Sache hier. Ah, schön. Ja, hat sie schön gemacht, auf jeden Fall. Genau, mit dem. Perfekt. Das ist übrigens der Ziegelstein aus Lehm, gewinnen kannst. Oh, schön. Ja. Ja, das sieht auch gut aus. Das gefällt mir auch. Das ist dann der Hauptbahnhof in Mooseck. Ah, okay. Huch, ist mir voll gegen das Mikro gekommen. So, jetzt. Ah. Gleis 1 Nordwehen. Genau, von Nordwehen sind wir ja gekommen. Genau. Ja, sehr schön. Super. Würde sagen, da gehen wir mal kurz hoch und verabschieden wir uns. Okay. Oder wie lang ist die Folge? Mal kurz nachgucken. Ja, 25 Minuten, das ist eine gute Zeit. Da geht es nämlich hier nach draußen. Genau, das ist Musik. Kommt eine Musik. Wie es so im Sumpf ist, es fängt dann zu regnen. Ja. Sehr schön. Hier ist so eine Nachtwächteruhr zum Bleistift.
Ah, okay. Mit so einer Uhr oben drin. Und die klingt eigentlich wie eine Glocke. Und warum habe ich jetzt Möhren in der Hand? Und warum stehen hier so viele Eisengolems? Tja, das ist eine gute Frage. Genau, das ist das Rathaus von Mosek hinter dir. Und der Ort ist ziemlich groß. Gehen wir am besten mal in die Herberge, Ja. um zu schlafen. Das ist ein Schrank. Schöne Idee auf jeden Fall, auch schön gebaut. Und hier baut er die Annie. Hier geht es dann weiter noch in weitere Ortschaften und Gegebenheiten. Hier hat sie gerade was geplant. Dorthin ist die Stadtmauer. Okay. Und wie du siehst, ist hier hinten ein großes Riesenfichtenbiom, so ein Tigerbiom, Ja. wo es die Potzollböden auch gibt. Darum wird ja natürlich auch viel aus Fichtenholz gebaut, weil die Quelle sehr nah ist. Möchtest du was haben? Das sind Fächer, okay. Ich möchte irgendwie die Möhren loswerden hier. Was bist du? Ein Fleischer. Der sieht aus wie ein Bauer hier. Nee, das ist ein Schäfer. Und du? Und du? Und du? Nun gut. Na gut, also wir können die ja irgendwo in der Kiste reintun und dann können wir die Folge beenden. Aber guck Genau. mal, ist eine gute Idee. Ja. Ein Auch magischer schön. Brunnen ist das. Gehen wir am besten mal hier vorne zum Steg. Der wohnt der Hafenmeister in dem türkisen Haus. Und hier ist der Steg. Genau. Und von dem Steg können wir nämlich wieder nach Wattung. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ja, das Ja, darfst doch. du. Sehr schön. Ah, cool. Sehr schön. Dann sind wir wieder in Wattung und da können wir die Folge beenden. Das ist übrigens das Wappen von Mosek. Sehr schön. Dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. Gut. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ihr habt eine sehr schöne Stadt, viele schöne Dörfer und es ist ja noch lange kein Ende in Sicht. Bei den ganzen Plänen, die ich jetzt von dir gehört habe, da seid ihr auch, glaube ich, Genau. noch gut dabei. Okay. Jo. Dann bedanke ich mich, dass du bei uns warst. Ja, Vielleicht sehr auch gerne. irgendwann mal wieder. Ja, sehr Muss ja gerne. nicht unbedingt eine Aufnahme sein. Können wir ja auch mal so machen. Warum Jo, nicht? genau. Und da wünsche ich euch, liebe Zuschauer, noch einen wunderschönen Tag und wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag. Ja, dir auch. Also, Eine bis dann. gute Heimreise. Danke. Tschüss. Tschüss.